Herzlich willkommen zu einem neuen Video von 55 Parts. Ich hatte es in wahrscheinlich dem letzten Video schon gesagt, dass wir uns ein bisschen entschuldigen müssen. Wir haben jetzt länger nichts gepostet. Es wird auch sicherlich immer mal Phasen geben auf dem Kanal, wo es ein paar weniger Videos gibt, je nachdem, wie wir so ausgelastet sind. Wir haben halt viele Baustellen gleichzeitig. Ich hoffe, ihr seht uns das ein bisschen nach. Was wir euch auf jeden Fall noch schuldig waren, sind die ganzen Fragen, die ihr uns gestellt habt unter dem MHD-Video. Normalerweise werdet ihr vielleicht bemerkt haben, oder vor allem derjenige von euch, der Fragen gestellt hat, wird das bemerkt haben, dass wir eigentlich immer alle Fragen unter den Kommentaren, in den Kommentaren beantworten bei YouTube. Aber bei MHD haben wir das extra nicht gemacht, sondern wollten einfach nochmal ein extra Video machen. Einige von euch haben ja geschrieben, dass das Video ihnen zu lang war. Wir denken, man kann mit den Kapiteln ganz gut hin und her springen und sich gewisse Dinge, wo man vielleicht noch Fragen hat, nochmal anschauen. Und ja, heute wollen wir einfach nochmal auf die Fragen, die ihr uns gestellt habt, eingehen und so die, ja, die offenen Punkte einfach erledigen. Eigentlich wollten wir es am Auto machen, aber das Wetter ist nicht so ganz toll, um mit einem Auto auf der Straße zu fahren. Leider haben alle unsere Autos Semislicks. Von daher machen wir es jetzt in der Werkstatt. Ich hoffe, das ist auch okay für euch. Fangen wir an. Die erste Frage ist, ist ein 100, 200, 300 Zeller OEM oder Aftermarket? Also da, ich gehe ein bisschen drauf ein, was mit der Frage gemeint ist. Man hat bei MHD ja die Möglichkeit, den Haken zu setzen, OEM Downpipe verbaut. Und der Fragende möchte hier wissen, wenn er einen 100, 200, 300 Zeller eingebaut hat, ob er eben den Haken setzt bei OEM Downpipe. Das ist davon abhängig, ob die Downpipe mit dem Cut, die von den Zellen her ausreichend ist, um den Readiness Code zu setzen. Readiness ist eine Abfrage, die bei der AU gemacht wird über die OBD-Schnittstelle, ob das Auto die AU erfüllt, ja oder nein. Da wird so eine Flag gesetzt, also so ein Kriterium. Und ja, je nachdem, welche Downpipe ihr verbaut habt, reichen eben die Zellen aus, um diesen Readiness-Code zu setzen oder nicht. Wenn ihr den Haken bei OEM-Downpipe setzt, dann wird der Readiness-Code abgefragt. Lasst ihr ihn weg, ist es quasi egal und er wird nie gesetzt. Und das ist halt der Unterschied. Deswegen kommt es echt darauf an, welche Downpipe ihr verbaut habt. Habt ihr unseren 300-Zeller oder eine HJS verbaut, könnt ihr den Haken setzen, dann ist alles so wie Serie. Wenn es ein 100-Zeller ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass der Readiness-Code mit dem Cut gesetzt wird. Dementsprechend würde ich es mir sparen, den Haken zu setzen. Sehr lange Antwort, aber naja. Habe die Superlizenz für den N54 und da wurde mir gesagt, dass da automatisch die V-Max-Aufhebung draußen ist. Stimmt das? Ja, kurz abgefrühstückt. Ich habe eher das Problem, meine Serienbollern ist mir zu laut. Ist die softe Einstellung leichter als die OEM-Style? Ansonsten muss ich es deaktivieren. Nein, soft ist meines Wissens nach lauter als OEM. Aber man kann mithilfe der Einstellungen das eben auch deaktivieren, wie du ja auch gesagt hast. Also das funktioniert. Bei dem N54 gibt es so viele OTS-Maps wie V9 und V10 und so weiter. Kann da jemand sagen, was genau der Unterschied bei denen ist? Also natürlich weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht genau, was dort verändert wurde, aber es macht natürlich immer Sinn, die neueste Version zu fahren. V steht für Version und die Maps werden halt dauerhaft geupdatet von MHD und meistens werden da so kleine Bugs behoben. Es gab zum Beispiel mal bestimmte Autos, die so ein pulsierendes Gaspedal hatten. Das hat nur eine ROM betroffen, also einen bestimmten Softwarestand. Oder eben verschiedene Optimierungen, dass eventuell dieselbe Leistung mit weniger Ladedruck erreicht wird. Also es sind verschiedene Optimierungen, die da einfach eingepflegt werden in die Maps. Und ja, da ist ganz klar die Empfehlung, immer die neueste Version zu fahren. Bei der Getriebeauswahl N55E gibt es die Möglichkeit, Alpina auszuwählen. Wird dann die Getriebesoftware auf die Alpina-Software geflasht oder sollte man das nur auswählen, wenn man ein Alpina-Fahrzeug fährt? Nein, es gibt bei den Automatik, bei den früheren Wandlerautomatik, die im N54 oder auch im N55 verbaut waren, oder? Ja.
Genau, ZF, das 6HP, also nicht das 8HP wie bei den W58-Modellen, sondern E-Serie. Da gibt es die Möglichkeit, bevor es XHP gab, haben alle den Alpina Flash gefahren, weil eben die Alpina Software auf dem Getriebe schnellere Schaltzeiten hatte und ja, einiges verbessert hat gegenüber der originalen Software. Und damit eben die Motorsteuergerätsoftware mit der Getriebesteuergerätsoftware harmoniert, ist es eben sinnvoll, das zu wählen, was du auf deinem Getriebesteuergerät drauf hast. Sprich, hast du nichts geändert, dann brauchst du dort auch nichts auswählen. Hast du Alpina drauf, wählst du dort Alpina auf. Selbe übrigens bei XHP, bei zum Beispiel den B58-Modellen. Ist nach dem Flashen die originale Map vom BMW noch vorhanden? Oder hätte ich vor dem ersten Flash eine erste Kopie davon erstellen müssen, die ich dann wieder aufspielen kann, wenn ich zum TÜV muss? Nein, die Maps sind vorhanden. MHD merkt, was für ein Auto ihr habt, was für eine sogenannte ROM-Version ihr habt und hat sozusagen im Hintergrund einen Speicher der verfügbaren Original-Maps. Und wenn ihr Flash Back to Stock macht oder Stage 0 einflasht, dann wird automatisch die originale Map wieder in euer Auto eingeflasht. Das heißt, ihr müsst nichts sichern, könnt ihr auch mit MHD tatsächlich gar nicht. Früher ging das mal, dass man die komplette Serienmap abspeichern konnte, ist aber mit der Logik, die MHD jetzt hat, nicht mehr notwendig. Wie schaut es aus, wenn man ein Fahrzeug hat, bei dem beispielsweise Stage 2 Plus schon drauf ist, man selber aber nicht weiß, was für eine Einstellung man hat? Um ehrlich zu sein, verstehe ich die Frage nicht ganz. Grundsätzlich könnt ihr über die Monitorfunktion auslesen, welche Map drauf ist. Also dort kann man, wenn man Fehlerspeicher ausliest, steht dort Last Flashed File und dann anhand dessen kann man erkennen, was eben auf dem Steuergerät drauf ist mit MHD. Bezüglich der Einstellung, du meinst wahrscheinlich die Flash-Option, nehme ich an. Dort kannst du meines Wissens nach, wenn mit einem anderen Gerät geflasht wurde, die Einstellung nicht mehr sehen. Also das wird immer gerätespezifisch vorbelegt, so wie du es beim letzten Flash ausgewählt hast. Nimmst du also ein neues Gerät, gehst dort in die Flash-Settings, ist alles von vorne und du hast meines Wissens nach, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn da jemand was besser weiß, keine Möglichkeit bei einer geflashten Map von einem anderen Gerät in irgendeiner Form die Optionen, die dort ausgewählt wurden, auszulesen, geht meines Wissens nach nicht. Gibt es schon irgendwelche Infos, wann es MHD auch für den F-Serie B48 geben wird? Mir sind keine Infos bekannt. Ich weiß, dass MHD an einigen Projekten dran ist. B48 ist meines Wissens nach nicht dabei. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich habe da auch nicht immer die aktuellsten Infos. Ist es auch möglich, mit einem OBD2 kabelgebundenen K+D-CAN zu flashen? Zum Beispiel mit dem OTG-Adapter wäre interessant, da bestimmt mehrere noch ein Kabel haben und sich dann nicht zwangsweise eins kaufen müssen. Ja, das funktioniert. Wir hatten früher die die Kabel von der Firma Bimmerlink, glaube ich. Geeks, genau, oder Geeks. Das waren so die besten Kabel, weil die auf dem Kabel den Softwarestand optimiert haben, nenne ich es jetzt mal. Man kann aber auch ein normales Kabel nehmen. Allerdings ist es so, dass es öfter mal Probleme mit den Kabeln gibt. Also das heißt, da müsst ihr halt schauen, wenn es dann zu Problemen beim Flashen kommt, dann lieber mal ein anderes Kabel probieren. Empfehlen tun wir aber ganz klar oder würden wir ganz klar den Wi-Fi-Adapter, weil der Flash mit einem Kabel deutlich länger dauert und unkomfortabler ist. Und bei F-Serie geht es nicht, höre ich gerade, das wusste ich auch nicht. Also F-Serie funktioniert tatsächlich nur mit den schwarzen Adaptern. Mittlerweile auch nicht mehr mit den orangenen übrigens, das hat MHD eingestellt. Also F-Serie hat jemand von euch vielleicht schon mal gesehen, der schwarze Adapter, der hat unten einen LAN-Anschluss und die Kommunikation bei den F-Serien findet ja über E-Net statt, intern. Das ist sozusagen eine Kommunikationsschnittstelle und wenn man bei einer F-Serie mit einem Kabel flashen will, dann braucht man ein anderes. Wir holen das mal gerade, dann können wir euch das mal zeigen. Wobei es eigentlich, wie gesagt, unsere Empfehlung ganz klar, nehmt den Wi-Fi-Adapter. Das ist die sinnvollere Variante. Okay. Ja, so sieht das Kabel also aus. Das ist wie so ein LAN-Kabel. Und
Wer sich so ein bisschen mit Diagnose auskennt, der wird die Kabel kennen. Bei den neueren Fahrzeuggenerationen, da kommen immer die zum Einsatz und nicht mehr diese K+D-Kanten oder wie die hießen. Ja. Wie kann ich das komplett aufgespielte MHD wieder komplett runterlöschen? Indem du, es gibt einmal Stage 0, dann bleibt MHD installiert, damit ihr eben schnell wieder auf eine andere Stage flashen könnt, also im Kurzflash-Modus, so wie ich es auch erklärt habe. Wenn ihr komplett deinstallieren wollt, dann gibt es einen extra Reiter Flashback to Stock, habe ich glaube ich auch im Video erklärt, und dann wird MHD wirklich komplett deinstalliert. Allerdings, das auch nochmal als Info, das bedeutet nicht, dass BMW nicht rausfindet, dass euer Fahrzeug getuned wurde. Also das ist immer so was, was sich durchzieht, dass die Leute meinen, sie könnten dort BMW überlisten. Man kann gewisse Einstellungen hinterlegen, zum Beispiel, dass der Flash-Counter zurückgesetzt wird. Möchte BMW aber sehen, ob euer Fahrzeug getuned wurde, können die das, egal ob du zurücksetzt, also Flashback to Stock machst oder nicht. Was ist beim B58 Intercooler Sport Cooling Mode? Ich habe das jetzt bei meinem 640i GT G32 aktiviert. Ist das schädlich oder auf Dauer eine Belastung für die Lüfter oder was ist damit? Also der Modus, dein Kühlersystem, also das Ladeluftkühlersystem, was beim B58 oder beim S55 ja über Wasser läuft, das ist thermostatgesteuert. Bedeutet, dort sitzt eine Pumpe, die wälzt das Wasser um und diese Pumpe, die kann eben mehr oder weniger angetaktet werden. Wenn dein Auto jetzt eine gewisse Ladelufttemperatur erreicht, dann wird die Pumpe eben immer höher angetaktet. Und mit diesem Haken Sport Intercooling Mode könnt ihr eben diesen Kreislauf der Wasserpumpe für das Ladeluftsystem immer sozusagen auf voll einschalten. Also so, als würdet ihr die ganze Zeit Vollgas fahren und das Auto die ganze Zeit versucht, die Ladelufttemperatur runterzukühlen. Im Regelfall macht es das Auto auch von selber, wenn ihr eben eine gewisse Ladelufttemperatur erreicht oder eine gewisse Fahrweise habt. In gewissen Fällen macht das aber Sinn. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt Track Racing fahrt und ihr steht an oder so, dann lasst ihr quasi die ganze Zeit das System voll laufen. Also grundsätzlich ist das einfach eine Möglichkeit, die Performance vom Ladeluftkühlersystem in allen Situationen nochmal zu erhöhen. Kommt übrigens von der Logik her aus den M-Modellen, weil die haben das noch ein bisschen krasser als die Non-M-Modelle. Dort kannst du auch über die Fahrmodi noch viel mehr sozusagen vom Thermohaushalt steuern. Und daher hat MAD sich das sozusagen abgeschaut und auf die Non-M-Modelle übertragen. Wie ist das beim N55 mit Stage 1? Sollte man die Boost- und Chargepipe trotzdem upgraden? Ja, also ganz kurz und knapp. Grundsätzlich Chargepipe ist immer ein sinnvolles Upgrade. Gerade N54, N55 sind die, wo am meisten Schäden auftreten. F-Serie weniger als E-Serie, aber E-Serie würde ich immer machen. Grundsätzlich, wie gesagt, empfehlen wir das eigentlich immer. Beim B58 ist es nach wie vor möglich, mit MHD zu flashen, da die Anlage ja ein externes Steuergerät für die Klappensteuerung braucht. Genau, ich nehme jetzt mal an, Kunde hat sich vor kurzem eine Ego X gekauft. Okay, dann macht das Sinn. Also grundsätzlich bin ich übrigens nicht so ein sonderlich großer Fan von, muss ich sagen. Es gibt gewisse Abgasanlagen, die ändern eure Klappensteuerung, die eigentlich elektronisch funktioniert und über das CAN-Bus-Netzwerk gesteuert wird von eurem Auto, ändern die Klappensteuerung in pneumatische Klappen mit einem extra Steuergerät. Das müsste dann verkabelt werden, elektronisch eingebunden werden und. Aus meiner Sicht nicht sonderlich sinnvoll, weil dadurch verliert ihr alle Funktionen, die Klappe über euren Fahrerlebnisschalter zu steuern oder über andere Funktionen. Das geht dann halt nur noch über das Steuergerät von der Abgasanlage. Die Frage, die hier gestellt wurde, war eben, ob dieses Steuergerät Einfluss hat. Grundsätzlich ist das Steuergerät auch an den CAN-Bus angebunden. Der Hintergrund dort ist, um die ECE zu erfüllen, also um die Abgasanlage legal zu machen, müssen die Klappen in gewissen Fahrmodi bzw. Geschwindigkeitsbereichen zugehen. Und das machen eben die Abgasanlagenhersteller über entweder ein Zusatzmodul, also was elektronisch gesteuert ist, oder über diese pneumatische Klappensteuerung mit einem eigenen Steuergerät. Das hängt natürlich am CAN-Bus dran, greift von dort ab, in welchem Fahrzustand sich das Auto befindet und steuert dann eben die Klappen, je nachdem, wo sie eben zugehen müssen.
Grundsätzlich sollte so eine Klappensteuerung beim Flashen auch ausgeschaltet werden, dass die eben nicht auf das CAN-Bus-Netzwerk zugreift, weil da kann sich immer was in die Quere kommen. Wenn ihr flasht und gerade diese Klappensteuerung auf das CAN-Bus zugreift und der MAD-Adapter dort eben auch Zugriff haben möchte, dann kann es eben passieren, dass der Flash abbricht. Deswegen ist es sinnvoll, das komplett zu deaktivieren oder eventuell sogar vom Strom zu nehmen oder so, weil das ist tatsächlich das häufigste oder die häufigste Fehlerursache für abgebrochene Flash-Vorgänge. Laut der Liste kann man beim N54 nicht die VMAX aufheben. Das er meint die Liste, die wir eingeblendet haben. Das ist, glaube ich, tatsächlich so. In der Liste steht das, aber natürlich ist die VMAX aufgehoben. Ich glaube, da hatte auch schon jemand drauf geantwortet. Ich hätte hier noch eine längere Frage. Mein Fahrzeug hat der Vorbesitzer laut eigener Aussage bei einem ziemlich bekannten BMW-Tuner aus dem Raum Bamberg tunen lassen. Mir ist nicht bekannt, ob dieser Tuner MHD verwendet. Wenn ich jetzt das erste Mal selber MHD einsetze, macht das Tool dann automatisch ein Backup der derzeit installierten Software? Nein, wenn es eine Leistungssteigerung ist, ist die weg. Also da ganz klar müsst ihr euch überlegen. Ihr könnt halt über diesen Fehlerspeicher auslesen, über die Fehlerspeicher-Auslesen-Funktion die Last Flashed File euch angucken. Wenn dort MHD drin steht, dann braucht ihr keine Sorge zu haben, dass was weg ist, weil ist ja dann MHD. Wenn dort aber eine unbekannte File steht, da steht dann meistens Unknown oder so, dann ist es halt ein Fremdtune, nicht von MHD, und das würde dann entfallen, wenn ihr MHD installiert. Das könnt ihr auch nicht sichern. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet gerne ein. Wir werden heute noch ein Update drehen, was so die ganzen Projekte von uns machen. Ja, ansonsten lasst ein Like da, kommentiert fleißig, wenn ihr noch Fragen habt zu MHD. Ansonsten erst die rechte, dann die linke, bei dem Anwinkelwinkel.